Branchen erachte ich heute als essentiell. Und ich denke, ich stehe der Zusammenarbeit zwischen Musik und Fashion sehr positiv gegenüber, weil vor allem heute, ich meine, es geht ja darum, dass natürlich Marken sich Content suchen und schauen, wie sie sich selbst am besten promoten. Und Musiker natürlich vor allem im Fashion-Bereich einfach auch tolle Kooperationen brauchen, weil es eh Hand in Hand geht. Musik und sag ich jetzt mal, Klamotten, das passt einfach auch zusammen. So, ne? Weil es in beiden Sachen geht es um ein gewisses Lebensgefühl. Musiker wollen sich gut kleiden. Marken brauchen gute Musik. Und wenn es geil ist, ist es richtig geil. Ja, es ist am Anfang immer erstmal eine größere Herausforderung, in einem kleinen Kreis, wo alle eng aufeinander sitzen, zu spielen, weil die Leute sehen einen schwitzen, sage ich jetzt mal. So, ne? Hat fast schon so eine Lagerfeuer-Emotion, was toll ist. Ja? In einer großen Halle, ich meine, wenn man das mal erlebt hat, dass 20.000 Leute einen Song mitsingen, dann weiß man auch, warum das auch magisch sein kann. Ne? Aber am Ende des Tages, ich glaube, am natürlichsten ist es in einem intimen Kreis, weil alles andere muss ja durch technische Anlagen noch verstärkt werden und dadurch ist es schon weniger unvermittelt. Und als ganz kleine, klitzekleine Überraschung haben wir noch mit deinem Plattenlabel gesprochen. Und glücklicherweise mögen nicht nur wir Fetzmus Musik, sondern es gibt anscheinend in Deutschland auch noch ein paar andere. Vor allem auch Künstler. Vor allem auch Künstler. Zum Beispiel den Max Heller aus seinem aktuellen Erfolgsalbum Hallo Welt, wo der Fetzum auch gefeatured hat. Und dafür gibt es aktuell die goldene Platte, die wir von Nesola und Universal Music aufgestellt haben. Ich glaube, es ist für jeden Künstler wichtig, dass er sich so, wie er repräsentiert wird, auch wohlfühlt. Und dafür muss man das natürlich auch im Vorhinein sicherstellen. Und wenn es passt, ist es auf jeden Fall der Hammer.